Buonasera, haute nouveau grillma mix de volaille. Pigeon, panta thai ando kayen. Aber panta, das ist wichtig, dass wir die direkt auf Feuer machen, durch die Schanken, die dran sind, braucht sie mir lang. Kayen ist frisch desossiert. Und dann ist mit Salzgewürz an der Fisseliert. Fisseliert hier wird, weil du durch das kein Schanken mit da sind, sind sie echt da durch. So, durch das Fett, wo an der Volaille dran ist, da trübt natürlich, das geht feiern. Ne? Da muss ich das immer ein bisschen vom Feuer regeln, nicht, dass das schwarz geht. Ne? Das ist aber immer ganz wichtig, mit der Haut zu grillen, weil dadurch bleibt Fleisch saftig. Lardo di Colonnata, das ist weißer Speck. Das kommt aus dem Marmorsbücher von Carrara. Ein uralten Rezept, den du hier benutzt hast, haut noch immer. Und das ist eine große Spezialität. Und da machen wir einen Schluck Reven um Grill. Und dann machen wir gebutschte Grumpen dabei. So, den machen wir hier in die Pan. Und dann lassen wir den schmelzen, bis die Reven gut knusprig sind. Wie bei den letzten Bäuer. Wie das schön an dem Fett dran dreht. Der Lardo di Colonnata. Es war gut, es schwimmt zwar am Fett, wie die Malu gibt es so, das ist nicht gut für den Bauch, mehr in der Nässe gibt es so, das ist gut für den Gu. Lardo di Colonnata, du siehst, dass viel Salz drauf ist. Schön, das Salz nicht weggemacht oder nicht alles weggemacht. Und das ist natürlich auch an die Pan rauskommt. Dadurch ein guter Gu an der Pan, ich brauche kein Gewürz dran zu machen, weil das hier würzt alles, das ist alles dran. So, und hier hast du ein Filet de Pigeon. Guck dir mal, das ist ziemlich Rotfleisch. Das dünn, das soll ganz senior bleiben. Dafür machen wir den zum Schluss drauf. Sei es, wenn es blöd kommt, ne? Dann ist es Zeit, für sie zu drehen. Mit hier muss es senior bleiben. Das heißt, ob der Haut knusprig gegrillt oder gebraten, wenn es in der Pfanne hat, wir wissen, dass auf der Haut. Und sobald du dir rauskommst, dann sieht er dann, dass er durchgezündet hat. Dann dreht er sie, dann lässt er sie eine Minute gehen und fertig ist es. Bruschetta, die grillen mich auf beiden Seiten, dann der Mensch Knöpfe drauf, Olivenöl und ein bisschen Salz. Guck mal, die Pigeon ist schön saftig, so wie es soll sein. Die waren nach keinen 3 Minuten im Grill. So, dann holen wir hier noch Pentat. Bruschetta, da darf den Knöpfel nicht fehlen. Und nicht vergessen, die gut Grumperen mit dem Lardo di Colonnata. Dann halten wir dazu ein bisschen schief, dass wir am Fungal kein Fett mit dran kriegen müssen. Das Fett ja nicht mehr gebraucht, für so gut zu Brote, gut knusprig zu machen. Hier ist eine Gewürzmischung, die ich mir selber mache, für das Fleisch. Dann machen wir das ein bisschen drauf, nicht zu viel. Und dann als guten Italiener Olio di Oliva. Ich denke, dass es um das Zeit auch um das sitzt. Ne? Das hier ist alles für mich. Guten Appetit. Weil das ist so ein gutes Essen ohne guten Wein. Aber wie gut, ich habe lange sie verwinden, ich mich. Dafür habe ich ausgewählt L'Ambroisie. La Lande de Pomerol vom Trocard, das sind 100% hier Merlot, und Wenger, das sind über 100 Jahre alt, und die nur die Nuss. Ja, Kalasko! Prost! Excellent! Und wenn ich euch die Zunge lang gemacht habe und die gute Lust auf meine Sommerdelikatessen, dann invitiere ich euch ganz herzlich auf Busweiler bei mir im Restaurant. Arrivederci e a presto!